Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Wir wollen uns jetzt die Controller-Ladestation für die DualSense-Controller angucken. Die waren ganz lange nicht lieferbar. Ich hole euch mal mein Städtchen rum und so. Und vorige Woche hat mich der liebe Iceman, erstmal fettes Dankeschön dafür, hat er mir Bescheid gesagt in meiner Telegram-Gruppe. Ich weiß, Telegram ist momentan sehr verschrien, weil viele Aluhutträger da sind, aber es sind nicht nur Aluhutträger da. Also auch normale Leute haben da eine Telegram-Gruppe, weil es halt komfortabel ist, wie eine Newsgruppe und wie eine Chatgruppe, dass ihr euch untereinander schreiben könnt. So. Oh. Also das setzt sich fort, also wie bei der PlayStation 5, auch hier wieder mit so einem kleinen Karton und zum Rausziehen. Und da ist nichts drin, ist nur Lückenfüller. So. Ach, dann machen wir vorne auf. Ja, braucht keiner. Oh, okay. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Klasse. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Krasse Sache. Bin ein bisschen perplex. So. Und weil nur Unboxing ja ein bisschen wenig ist, werden wir das auch gleich nochmal zusammenbauen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt vom ersten Eindruck schon mal sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe die Ladestation noch nicht gesehen, aber von dem anderen, ich zeige es euch gleich. Das ist ein Sprung nach vorne. So. Und zwar haben wir hier die Ladestation, die ist ja kleiner als ich gedacht habe und leichter als ich gedacht habe. Ui. Vom Style halt her im PlayStation 5 Design, wenn man sie jetzt so anguckt oder halt so, vielleicht besser rum. Aber auch so sieht man halt im PlayStation 5 Design, finde ich sehr stimmig. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht auch so hier vorne eine Anzeige ist, ob die Controller voll oder leer sind. Soweit habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Wir haben hier jetzt nichts, wo wir den Controller raufdrücken müssen. Wir legen ihn einfach rauf und dann geht hier so ein kleiner Widerstand zurück. Wartet, ich zeige euch das nochmal. So. Und dann kommen da diese kleinen Goldnippelchen hoch und die sorgen dafür, dass wir den Controller laden können. So, und das werde ich euch auch zeigen. So, und warum ich positiv überrascht bin, ist, ich bin es gewöhnt von PS3. Ich habe bei PS3 und bei PS4 mehrere Ladestationen gehabt. Aber immer USB. Manchmal war ein Wandadapter mit bei, manchmal nicht. Und USB-Laden kommt halt auf den Wandadapter an, wie gut, wie schlecht er ist und so. Hier haben wir einen ganz normalen Stromkabel. Ganz normalen Stromkabel. Zum Laden. Wie geil ist das denn? Und da passt ja das, was ich nachher noch unboxen will. Und zwar nochmal Funkstecker. Funksteckdosen. Dann werde ich das nämlich auf Dauerstrom machen, also sozusagen Dauerstrom. Und dann halt eine, also ich habe Dauerstrom, damit er das versteht, meine Steckdosen hinter meinem, mitten meinem Lowboard. Die sind alle mit Alexa gesteuerten Steckdosen gemacht. Ich habe nur eine einzige, die auf Dauerstrom ist. Und da sind nur drei Geräte dran. Da ist meine PlayStation-Uhr dran, da ist der Fernseher dran.
Was war noch dran? Ne, zwei Sachen sind nur dran. Nee, doch, der Fire TV. Drei Sachen sind dran. Mehr ist da nicht dran. Und da kommt der jetzt dazu. Da kommt dann aber dann halt noch so eine Funksteckdose dazu, dass ich sagen kann, Ladestation an, Ladestation aus und hast nicht gesehen. So, wir stecken das hier unten rein. Dann haben wir das so. Sitzt auch sehr fest. Also braucht da keine Angst haben. Also nicht so wie bei meiner für die PS4. Da wurde dann immer rausflutscht. Hier ist es schön fest drinne, kommt hier hinten raus. So, wir haben jetzt hier kein Licht oder dergleichen. Ich hole mal schnell meinen Controller vom Tisch. Also einen von meinen Controllern. So. Ach, wir haben hier vorne auch oben auch das PlayStation-Zeichen. Das finde ich geil. Also so eine Gimmicks finde ich cool. So, dann packen wir den einfach mal hier rauf. Jetzt lädt er. Also das sehen wir. Wartet, ich muss mal hier kurz ausmachen. So. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, dass hier die braune Leuchte leuchtet. Also nicht wundern, das ist wirklich sehr wackelig hier drauf. Also da hätte ich mir vielleicht doch was gewünscht. Wo man die mehr. Achso, das haben wir ja hier nicht. Bei der PS, 4, da haben wir hier nämlich. Ich zeige euch das mal. Ich hole mal einen PS4-Controller. So, dass ihr das sehen könnt. Das ist die letzte Controller-Ladestation, die ich eigentlich für die PS4 benutzt habe, die sehr gut ist. Weil wir haben bei der PS4, haben wir bei den Controllern ja den Klinke und dann haben wir hier so eine Ladebuchse. Und da stecken wir dann einfach den Controller hier rauf und dann ist der wirklich fest und wird gut geladen. Das finde ich hier ein bisschen. Also, ich bin's, also auch wenn ich Sony gerne, also nicht gerne schelte, aber ich finde es ein bisschen wackelig. Da müsste man gucken, wie es sich jetzt in Zukunft schlägt. Ja, vor allen Dingen, wenn mein Kind dran geht, zack, bumm, lädt es wieder nicht. Bei dem, da kann sie wackeln und es lädt trotzdem. Also, da würde ich dann vielleicht. Doch eine Bevorzugung, dass man das von oben reinsteckt in den normalen USB-C. Gibt es ja auch von nicht, also nicht von Sony, also von anderen Firmen, dass es da fester vielleicht drin ist. Also ein bisschen breitere Verankerung und ein bisschen besser drin ist vielleicht. Müsste man mal testen. Vielleicht hole ich mir da auch noch mal welche. Da gibt es ja auch für 7 € welche. Aber allein wegen dem Style her wollte ich unbedingt die haben. Und sie tut ihren Dienst. Und brauche nur leicht drauflegen, nicht großartig drücken oder so. Und es lädt gleich. Ihr seht ja, dass es angeht. Also finde ich sehr schön. Vom Style her finde ich sie richtig sexy. Alles im PlayStation 5 Design gehalten. Obwohl ich mit dem PlayStation 5 Design ja am Anfang nicht so konform gegangen bin. Ich habe immer noch auf DevKit gehofft, weil mich der DevKit mega geflasht hat. Ich fand das DevKit sexy. Ich fand mit der römischen 5 da drauf und so. Ich fand das geil. Positiv, kein USB. Wir haben einen richtigen hier, Stromkabel. Mit dem also wirklich toll. Richtig toll. Also ich denke mal, da können wir auch mit der kompletten Geschwindigkeit und Leistung, was der Controller ab kann, laden. Und dann sollte er laut, auch was habe ich gelesen, in 2 Stunden oder einer Stunde oder so, sollte der fertig sein mit Laden oder so. Ich weiß es aus dem Kopf gar nicht mehr. So, den werden wir denn demnächst jetzt gleich mal anschließen. Neben meiner PS5. Alles sehr wertig verarbeitet. Ich finde es halt wirklich geil, dass der Stromkabel fest drin ist. Richtig schön fest und nicht rausgeht, weil meine Tochter geht ab und zu gern mal ran und da kann sie gerne das Ding nach vorne ziehen und es geht nicht ab.
Und dass es ein richtiger Stromkabel ist. Oh, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ich bin zufrieden, bin glücklich. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich werde die jetzt gleich neben meiner PS5 anschließen. Den PS4-Controller, Ladestation, die PS4-Ladestation gleich daneben. Mensch, müssen wir mal gucken, wie es passt vom Platz her. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi. Sagt euer Odin.